Matthäus 28, Vers 16. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hat. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen, sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und seht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Nachdem Jesus auferstanden war, hat er den Jüngern einen Auftrag gegeben. Macht alle Völker und Nationen zu Jünger, zu Nachfolgern Jesu. Und dieser Auftrag gilt heute uns. Jedem wiedergeborenen Christen gilt dieser Auftrag, Menschen aus dem Schlamm der Sünde zu ziehen, sie in die Gegenwart Gottes zu bringen und ihnen alles zu lehren, was Jesus gesagt hat. Sie zu Nachfolgern, zu Jüngern Jesu zu machen, nicht zu Kirchstuhlwärmern, nicht zu Mitgliedern von Gemeinden, was ja auch wichtig ist. Aber ja, dass jeder Christ eines Tages sagen kann: Ich bin entschieden zu folgen Jesus. 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 Niemals zurück, niemals zurück. Hast du die Rettung ergriffen? Bist du gerettet? Hast du erkannt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes und der Messias ist? Dann gebe diese Botschaft weiter. Du und ich haben diesen Auftrag, Menschen zu Jüngern zu machen, zu Nachfolgern Jesu. Wir haben den Auftrag, ihnen über die Taufe im Heiligen Geist zu lehren. Wir haben den Auftrag, zu lehren, dass sie sich heiligen. Wir haben den Auftrag, alles zu lehren, was Jesus gelehrt hat. Gott segne euch alle in Jesu Namen.